Zwei Silber sind schon mal drin. So, wie sieht's aus? 330 plus. Yes! Dorfeinkünfte, Kirchenreparaturarbeiten, das ist egal. Ruf, Groschen 2797, sehr gut. Das Dorf macht jetzt erstmal Plus, das ist in Ordnung. Und daraus wird dann das Rathaus errichtet und dann die Kirche. Das ist erstmal die Kirche eigentlich, finde ich fast wichtiger jetzt in dem Fall. Für die Bürger, dass sie was haben davon. Fünf Hufeisen für Stallungen, Waffen für Garnison, Bäckerei, Fleischerei kann ich trotzdem nicht bauen. Das kotzt mir ein bisschen an. Pferde für Händler kann ich auch nicht bauen. Wachhaus kann ich nicht bauen. Ja, weil das sind wahrscheinlich auch natürlich mal langsam das Geld fehlt. Da fehlt's Geld, da fehlt's Geld. Fleischerei für natürlich das Geld. So. Marius, da ist er. Also, wir machen Plus. Bruchschuss Rathaus 110, 505, Bäckerei, Geschäft, macht erstmal noch Minus, aber wir kommen jetzt erstmal auf den grünen Zweig, ne? Wie sieht's aus? So. Und? Wie mache ich mich als Dorf? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen, das ein Ja. Die Handwerker müssen mehr leisten und wir brauchen hier Platz für mehr Leute. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg. Verstehe. Gut, Gespräch beenden. So, Übersicht. Lass mal gucken. Rathaus, Kirchenreparatur, Kirchenreparatur. Wollen wir nicht Schmiede? Kostet es 1000 oder 2000? Ist halt scheiße, das siehst du nicht richtig, ne? So, okay, dann machen wir mal kurz eins. Speichern. Wir haben noch ein bisschen Geld da drin. So, 330. Wenn es dann nochmal Plus machen, ist es auch in Ordnung. Kirche, Kirche, Kirche. Waffenschmied. Verbesserung hinzufügen. Ich hoffe, das sind nur 1000. Steht, man kann, 250 macht das. Boah, das ist aber knackig, Alter. Macht das Ding allein 1000 plus. Marius, kämple die Ärmel hoch. Das sollte schnell gehen. Folge mir, dann sehen wir uns sogleich den Bauplatz an. Gut. Weil die Schmiede, die würde dann. Das wäre jetzt nice. Wenn die mal so kurz dezent einfach herkommt und mal kurz 1000 abwirft, das wäre top. Wenn wir an 11 Tagen könnten wir herkommen und die Kirche ausbauen. Du bist schon ein bisschen behindert, oder? Du weißt schon, dass die Schmiede da untersteht, die wir erst vor ein paar Tagen gebaut haben. Du Säge. Mensch, Gerde. Aber Stress gibt's ja keinen gerade. Hier werden wir bauen? Genau hier. Ja. Ich bin bereit. Ich über... Wir haben, was wir brauchen. Aha, wir haben, was wir brauchen. Noch. Einige Tage später. Wieder einmal. Wir kommen aber relativ gut vorwärts, finde ich gerade. Ist in Ordnung. Wichtig war, ich sage, dass wir erstmal aus dem Minus rauskommen, aus den roten Zahlen. Ich bin so froh, dass wir so einen Haufen gelootet haben. Klar, wir hätten noch viel, viel mehr machen können, aber das ist jetzt nicht schlimm. Also looten können damals. Ich bin jetzt mal alles schön, weil sie haben liegen lassen. Oh Gott. X. Schleifstein. Sehr schön. Oh. Was denn los hier? Ei, jetzt gibt's wieder mega. Guten Tag, Meister Vogt. Hallo. Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die Lama Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Ja. Was hat sie getan? Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass sie sich in das Geschäft des Kräuterweibs einmischt und alle möglichen Salben und Tränke anbietet. Was spricht dagegen? Das ist alles Schwindel und Betrug. Diese Hexe gehört verbrannt. Wieso Schwindel? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser, Kräutern und Schweineschmalz. Woher weißt du das so genau? Hast du ihre Sachen selbst ausprobiert?
Ich? Warum sollte ich? Das wäre ja eine Sünde, oder nicht? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan, sonst wärst du ja nicht hier. Sie hat meine und ihre Hühner verhext. Meine legen keine Eier mehr, ihre doppelt so viele. Zauber und Hexenkunst. Das sind sehr schwere Anschuldigungen. Um was für Salben und Tränke handelt es sich genau? Das Übliche? Gegen Kopfweh und Weiberschmerzen und dafür, dass die Kühe mehr Milch geben? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan. Sie hat mein... Meinst du das ernst? Ich schwör's bei der heiligen Mutter Gottes. Sie hat die Hühner verhext. Wieso Schwindel? Was meinst du da? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Ja. Also sind das keine Hexentränke, sondern nur Kräuter. Genau. Sie betrügt. Aber sie wirkt Zauber, das schwöre ich. Ich glaube, die ist nur neidisch. Ich denke, die Erklärung lautet, dass du eine garstige, missgünstige Krähe bist, die ihre Nachbarin wegen ein paar Eiern für gottlos erklärt. Was? Niemals nicht. Wofür hältst du mich? Schmeiß die Kleine aus. Ich habe genug meiner Zeit mit dir verschwendet. Das soll gerecht sein? Nächstes Mal gehe ich gleich zum Bischof. Mach doch, blöde Sau. Habe ich sowas, also komm. Bitte. Vollbild verlassen. Zeig. Hat mir da nicht mal irgendwo. Questlog? Nee. Spieler Ruf, da war's. Priebslawitz 100. Nice. U-Schütze, Mühle, Franik, das ist schon mal nicht so. Rovna, Jetzt ab, geh fort mit deinem Scheiß, echt. Ach so, ein Rotztraktor. Meine Zeit damit verschwende, glaube ich, rast aus. Mensch, ich so ein Dreck. Muss ich aber Wichtigeres vor. Wie sieht's hier aus? Heinrich kommt uns besuchen. Ey, ich wohne hier, du Depp. So, Schmiede. Die wirft echt mehr ab jetzt. Geil. Rathaus nicht gebaut, ausgebaut. Kirchenreparatur, Kirchenreparatur, Kirche, Schmiede. Ah, kann nicht gebaut werden. Wahrscheinlich, weil wir zu wenig Geld haben. Gut. Nicht so tragisch. Dorfeinkünfte 610, wir haben schon mal die Hälfte, das geht in die richtige Richtung. Was ist das? Öffnen. Das haben wir schon mal in Ordnung, wenn wir wenigstens Geld einnehmen. 1300, ja, das ist okay. Ich habe selber noch von meinen ehemals zu viel Geld, 1200, so. Gut, Marius, wie sieht's aus? Kannst du mal ein bisschen was Positives sagen? Das wäre nett. Und? Wie mache ich? Mal sehen. Wir erzielen ein gewisses Einkommen, aber es ist zu gering. So kann das Dorf nicht auf eigenen Beinen stehen. Die Handwerker müssen mehr leisten und wir brauchen hier Platz für mehr Leute. Ja. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Verstehe. Ich... Gut. Ne, wir wollen jetzt nichts bauen. Wir haben nicht gerade keine Kohle mehr. Wir brauchen erstmal Peppy. So, das ist der Wächter. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir vielleicht auch ein Wachhaus bauen. Das wäre mir nicht langsam lieb, weil wir fangen hier an, Geld zu produzieren, Sachen zu machen. Das wird langsam heiß. Und wir sollten... Hoffnahme, null Ruf. Das ist voll komisch. Tallenberg. Ach, der mit dem Schrotthändler, der Ekelkohle hat. Total assi. Marriott hat auch nix. Wenn, dann kann man ins Kloster mal gehen nach Sasau. Ja, machen wir schnell Reise aber.
Weil da reiht man jetzt nicht. Real Life Film wird zwar In-Game-Zeit kürzer, aber so, wir haben ja jetzt nicht viel vor. Wenn wir überfallen werden, dann kommen wir jetzt her und machen die kurz platt. Könnte ein Roffner der Fall sein. Ich verstehe nicht, warum Roffner eigentlich so einen miesen Ruf haben. Wir haben dem doch geholfen, den Pater Simon gebracht. Und geguckt, dass wir denen irgendwie helfen und alles. Aber da ist irgendwie tote Hose gerade. Verstehe nicht. Ah, stimmt, da ist noch eine Mine links. Sieht man ja schön. Ja, aber bis jetzt ist okay. Ich kann jetzt mal beruhigt sagen, wir produzieren Geld. Es ist in Ordnung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Natürlich haben wir noch eine Fleischerei lieb. Also müssen wir erstmal das Geld ein bisschen zurückhalten, weil, ja. Wir haben jetzt erstmal einen Haufen ausgegeben. Das ist gerade nicht wenig. Kirche ist erstmal irrelevant. Oh, kann ich vielleicht hier irgendwo überfallen werden? Das wäre toll. Könnte ich gleich directly verkaufen? Was heißt directly? Ich sehe gerade, das ist ja Nacht. Scheiße. Mit dem Dorfüberfall. Was? So, sind wir jetzt da? Gut. Ach ja, nee, der Punkt ist gerade der. Ich will eigentlich jetzt ein Wachhaus oder sowas bauen, dass wir da ein bisschen safer werden, was das betrifft. Jetzt hopp, mach mal hin, ne. Wobei, wenn es Getreide so wenig kostet, mir das ja gerade so viel ein, aber da lohnt sich das. Gute Viecher mit 70 haben auch nicht viel gekostet. So, Waffen, Fackel bitte, danke. Oh, ich bin auf Pebble, sehe ich gerade. Nahrung, erstmal gucken. Essen, 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 Essen. 98, perfekt. Ja, hat die Schenke eigentlich noch offen? Die war doch hier irgendwo. Die war hier, ne? Ja, da hoch, da oben war sie. Aber ich glaube, die bieten keine Betten an. Die zumindest nicht. Schankmeid? Gespräch besten 1. Kann ich ja trotzdem irgendwo schlafen? Schloss knacken, sehr schwer. Nee, das lass mal lieber. Es gibt nur wieder Stress. Hallo? Danke, Heinrich. Ja. Badehaus hat auch zu. Gut, wir können aber noch Material dann verkaufen am nächsten Tag. Bei der Schmiede da gleich. Ich soll mal warten. Ist halt scheiße, dass es keinen Schlafplatz gibt. Ja klar, MC Vogt ist am Start, Junge. So, die müssen eigentlich gleich da vorne irgendwo sein, damit sie aufs Badehaus dann kommen. Bin ich im Badehaus vorbei? Was da vorne? Ja, da. Ups. Okay. Nochmal zurück. Was ist denn hier los? Hör doch mit dem Vibrationsalarm hier, du. Schlimm. Ich glaube, hier hat niemand mehr offen, ne? Oder? Nö. Die haben schon zu, leider. Shit. Nicht mal mehr für einen Vogt, eine Sonderschicht. Dann müssen wir uns wahrscheinlich irgendwo anders schlafen legen. Gibt's hier irgendwo einen Schlafplatz? Oh, Schloss knacken, sehr leicht. Hört sich doch gut an. Nö, Dietrich habe ich noch, danke. Hi, Hund. Gibt's hier nix, wo man pennen kann? Ja, ich, wer soll's, aber ich brauche einen Schlafplatz erstmal. Oh, Pferd stehlen. Aber als Vogt wird das leicht unklug. Komische Pflanzis, bringen uns auch nichts. Oh, Schwein. Fleisch. Lecker Fleisch.
Ja gut, nö, da müssen wir jetzt leider uns woanders schlafen legen. Ich habe da schon einen Plan. Müssen wir allerdings erstmal ein Stück laufen. Und wirklich mal laufen, sonst wird uns kleiner Harald hier noch fett. Heinrich. Harald, wie komme ich auf Harald? Wie komme ich auf Harald? Kann ich hier irgendwo pennen? Hallo? Oh, der ist ja offen. Ist doch scheiße. Warum wird mir kein Bett angeboten? Ich bin Vogt, verdammt nochmal. Ist doch Käse. Oh, warte mal, die könnten aber Bett haben. Ah, nö, die haben zu. Echt jetzt? Ist da oben vielleicht noch ein Bett frei? Nee, ist besetzt. Kommen wir nie rein? Perfekt, schlafen. So. Ist ja traumhaft. Kostenloses Bett für mich halt. Sehr schön. Hm? Ja, Kegel läuft halt einfach willkürlich irgendwo rum und legt dich irgendwo hin ins Bett, weil die Tür auf ist und kein Privatbereich dran steht. Schon geil. So, noch die letzte Stunde wieder. Dann haben wir's. Rüstungszeug wollte ich verkaufen, genau, das war der Plan. Ich habe vorher schauen sollen, ob ich das Material überhaupt los wird dort. Ich weiß nicht, ob es noch als geklaut zählt, deswegen. So, erstmal kurz schauen, aber es dürfte eigentlich jetzt nimmer. Pferd? Doch, das zählt noch als geklaut, halt doch die Fresse. Gut, dann verkaufen wir die Jagdstiefel, die Lederstiefel, die sächsische Gamperson kann man loswerden, die verzierte Reitstiefel kann man loswerden. Und anderes Zeug halt noch auf dem Markt draußen. Ist mir nicht zu schwer? Ach, verarsch mich doch nicht. Wie viel fehlt denn? Oh Gott, echt jetzt? Dann tue halt die Jagdstiefel wieder ans Pferd. So, und willst du, wir tragen so einen Haufen Schund mit uns rum. Ja. Und eine Fackel tagsüber, that logic. Sehr hell, ne? You know. Ich hier schon mal, dass wir uns immer gut ernährt haben. Genau, dann gehen wir schon mal zum Schmied. Und dann gucken wir mal, dass wir noch die anderen Sachen verkauft kriegen. Vielleicht in der Apotheke. Die war aber ein Ratei, ne? Naja, vielleicht findet man hier. Hier gibt es auch ein paar Läden. Vielleicht kaufen die uns was ab. So, Mr. Schmied, ich hab dich doch so lieb. Pferd. Ein Dolch kann weg. Das gewöhnliche Schild kann weg. Der Bogen kann verkauft werden, die Stiefel, das. Ja, na, das gucken wir mal. Reden. Guten Tag, wie kann ich helfen? Handeln. Verkaufen. Oh, der kauft alles. Oh, hat der 400, naja, wenigstens etwas. Dolch? Nee, Quatsch, was mache ich da schon wieder? Dolch kann einer weg. Edle Stiefel können weg. Das Schild kann fort. Die Jagdhandschuhe, die Jagdstiefel. Das Konservierungsmittel im Grunde. Der Bogen behalten wir, wo waren der andere Bogen? Da, der kann weg. Sächsische Gamperson kann fort. Ja, und na, die verkauft man nicht. Ich will nicht den Rest noch aus dem rausprügeln. Prüfen, feilschen. So, deshalb drücken wir 400 runter, das schlägt eher ein. Sprechen wir den Preis. Ja. 400. Weil du es darauf würde ich fast. Nix da. Siehst du, ich. Ja, ich wusste, dass du mir einig wirst. Was für eine Aussage. So, hier war der Haunsch, Waffenhändler. Mal gucken, was der so annimmt. Händlerin? Ja gut, die tut's auch. Die hat ein wenig Ahnung, das Handeln. 1500. Oh, shit.
Aber keine Waffen. Fuck. Ah, jetzt gerade die, wo Kohle haben, die kau... Ach, Mann, das ratzt doch an. Fahren wir noch auf einen Tränke, den wir loswerden müssen. Ich glaube, ein Anschreitrank ist auch gar nicht so wenig. Was ist das? Jetzt macht doch gar nichts. Da vorne kommt jetzt die Bäckerei. Da unten haben wir den richtigen Händler. Der könnte Kohle haben. Da müssen wir mal schauen, auf jeden Fall. Wenn wir das nicht haben, dann gehen wir zurück und dann schauen wir vielleicht, dass wir einen Wachposten aufgebaut kriegen, wobei ich mir ziemlich sicher bin, das wird nicht günstig im Unterhalt. Hallo. Gelobt sei Jesus Christus. Handeln? Mach's gut. 180, echt jetzt? Der edle Wein kann weg. Das Gift behalte ich, Rüstungszeug behalte ich auch. Lederstiefel kannst du haben. Nackedeiwürfel nicht. Retterschnaps brauchen wir noch. Ringblumenaufkurs, Rüstungsset, Salbe bis selber bald mal auch mal noch. Ja, das dachte ich mir gerade halber. So, Wildschweinleder. So, und falschen. Lass uns über den... Nun? ...160. Zufrieden? Du bist ein... Pech gehabt. Ups. War es doch zu heftig? Handeln? Sicher, lebe wohl. Dein Ruf. Okay, ich hab's übertrieben, ich geb's zu. Edler Wein. Was war's noch? Lederstiefel. Ja, okay, gut. Falschen. Wir müssen unseren Ruf wieder aufbauen bei dem. Besprechen wir den. Nun? Hier, kriegst du was drauf. Hier. Nun denn, recht. Vor war es 31, wie viel haben wir jetzt? Möchtest du mal wissen? Handeln. War mir eine Freude. 31. Boah, du bist ein Wichser. War einmal ein bisschen. Okay, das war. Ich hab gedacht, es geht dann noch. Lass mal da nochmal eine Chance kriegen beim Handeln, aber da ist echt übertrieben. Okay, ich hab's zu, tut mir leid. Wen haben wir da? Scarlitzer Pfarrer. Ah ja. Echt? Pater, ich brauche dringend deine Hilfe. Du, ich kenne dich. Du bist der Sohn des Scarlitzer Schmieds. Yep, der bin fort. Ich. Tut mir leid. Was wolltest du noch? Es mag seltsam klingen, aber ich bitte dich, nach St. Jakob zurückzukehren. Die Leute brauchen ihren Hirten. Nein, sicher nicht, mein Junge. Dorthin gehe ich niemals zurück. Ich zahle ihm noch kein Geld. Hast du denn überhaupt keine Scham? Denk an all die guten Christen, die dem Tod ins Auge blicken mussten. Das ist etwas ganz anderes. Nein, ist es nicht. Sie haben sich tapfer der Bedrohung gestellt. Und du winselst schon beim Gedanken an ein wenig Gefahr. Hast du nicht gesehen, wie sie den Ort zugerichtet haben? Das klingt nach mehr als nur ein wenig. Die Kumanen sind fort, aber die Leute wollen nicht zurückkehren. Und warum auch, wenn der Mann, der mit gutem Beispiel vorangehen sollte, die Hose voll hat? Großer Gott, vergib mir. Du hast recht. Ich sollte zurückkehren. Gut so. Endlich sprichst du wie ein Mann. Und wo soll ich leben? Mein Haus in Scarlitz ist sicher zerstört. Du kannst vor Ort in St. Jakob wohnen. Ich bin sicher, die Einheimischen werden dir ein Dach überm Kopf nicht verweigern. Nun, sie haben mich freundlich behandelt. Ich schulde ihnen etwas. Also gut. Ich gehe zurück. Okay. Danke. Die Leute von St. Jakob werden es dir nicht vergessen. Passiv gerade eine Quest erledigt. Cool. Was ist das? Nee, der kauft nichts. Bei denen weiß ich eh, die verkauft Wurst, die hat eine Order. Die können Kohle haben vielleicht sogar. Mal reden. Handeln. Verkaufen.
Branntwein kann weg. Ein bisschen Ringelblumenaufguss kann man verkaufen, aber nicht viel. Ja, komm, hier, zack. Problem, wir müssen auf jeden Fall zu einem Müller. Da haben wir keine andere Wahlkarte mehr. Wir müssen die geklauten Sachen jetzt verticken. Wo haben wir denn den nächsten? Da ist eine Mühle im Grunde sogar schon. Okay. Ja. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich hoffe, der gehört zu den ganzen Leuten. Da kann man nicht echt herkommen. Da ist, oh, das wäre top. Das wäre echt top. Weil das, was man geklaut. Ja, was heißt geklaut? Ich meine, wir haben es einem Dieb abgenommen, Mann. Oder einem Mörder, einem Banditen, der uns umbringen wollte. Also bitte. Hallo. Das ist ein bisschen merkwürdig, eure Hochwürden, aber ist okay. Hallo. Ach ja, ist du halt so, du Mimose. Du bist eine Fuddel, Alter. So, warte mal. Ja, dachte ich mir da halber, weil wenn hier schon, wie es aussieht, eine kleine Bäckerei ist, dann muss hier in der Nähe gleich eine Mühle sein. Logischerweise. Ja. Ja, da oben. Hey, räumen wir die ein so als ein... Ah, jetzt, das ist super. Ah, das ist der Müller, ne? Hey, kann man den nur stehen? Really? Ist nicht so ein Müller, wie ich dachte? Pebbles, geh mal weg mit deinem Hindern. Unberechtigt ein? Echt jetzt? Gut, dann müssen wir zu einem anderen Müller. Meine Fresse, du. Ah, gibt's auch nicht. Das ist ein Fake-Müller. Mühle. Zweimal. Also, wenn das jetzt nichts taugt, dann kriege ich aber Syphilis, du. Ja! Problem, wie komme ich da übers Wasser? Ja. Ah, unten komme ich rüber, sehr gut. Okay, Pebbles, chill, mal deine Basics. Müssen einen Weg suchen, wo du hochkommst. Ja. Hier drüben. Because er ist ein Weg. Dann rein wir immer schön nach Osten, werden natürlich überfallen. Hilfe, ich habe noch ein bisschen Geld. Will das jemand klauen? Ich bin so unbewaffnet und hilflos. Da brauchen die einmal. Okay, den Kampf hätte man stellen können eigentlich. Wo war? War hier? Nee, war das nicht hier? War das woanders, wo das Banditenlager war? Doch, das war hier. Und die waren halt richtig hart drauf. Mal gucken, ob wir inzwischen besser sind. So. Wozu gibt's Banditenlager? So, Waffen. Zack. Nahrung, Aquilas. Genau, das war top. Bockblut. 50, perfekt. Okay, und rein geht's. Sie. Boah, das war close. Ich. Echt? Wenn doch schon zu genügen. Ja, Schnucki! Ja, wo ist er? Da. Da ist der andere. Hi. Ja, Gnadenstoß. Hier, zack. Ihr seid mir nicht so wichtig. Der da drüben, der da tot rumliegt, der ist wichtig. Plündern. Erstmal die Groschen mit. Das nehmen wir mal mit. Alles, was über 100 Wert hat. Kommt mit, auch das hier.
Kettenpanzer. Das grenzt daran. So. Blindern. 108. Die Groschen auf jeden Fall. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. 385. Das. Das nehmen wir auch noch mit. Gut. Rüstungen. Pferd. Ja, Pferd. Gut, perfekt.